Kapitel 20. Das Zimmer, in dem sie sich befanden, hatte früher als eine Art Ankleideraum gedient, und die beiden Handtuer hatten sich dort schon häuslich eingerichtet. Sie mussten nun also bei jedem Schritt mit weiteren Feinden rechnen. Vermutlich gab es irgendwo in der Nähe eine Art Versammlungsraum, in dem sich die Handtuer beratschlagten oder wo der Weise ihnen weitere Befehle gab. Allerdings fanden sie nach und nach auch Kammern vor, die wohl erst kürzlich wieder verlassen wurden. Es zeichnete sich immer mehr ab, dass wohl eine größere Zundir-Gruppe in dieser Festung gehaust hatte, viele aber von ihnen schon wieder weitergezogen waren. Schließlich erreichten sie ein besonders prächtiges Zimmer, in dessen Mitte ein gewaltiges Himmelbett mit violetten Seidenvorhängen stand. Die Kommoden aus Mahagoni waren blank poliert, die kostbaren Teppiche auf dem Boden und an den Wänden nicht verstaubt, und auch die goldenen Kerzenleuchter erstrahlten in vollem Glanz. Lennis beugte sich über eine offene Truhe in der Mitte. Darin lagen neben Wollumhängen und einem teuren Bogen auch mehrere verkorkte Weinflaschen und zahlreiche Pergamentrollen. Ein Blick auf eine davon verriet, dass es sich um Pläne der Festung handelte. Schritte kamen den Gang entlang und wurden lauter. »Und das Bett«, zischte sie Akosch und Sarah zu. Es lag ihr nicht, sich zu verstecken, aber für den Moment erschien es zumindest klüger, als sich voreilig zu offenbaren. Sie selbst schlug den Vorhang am Fenster zur Seite, sprang auf das Sims und verbarg sich sofort wieder hinter dem schweren Stoff. Im selben Moment schwang die Tür auf und ein Mann kam herein. Sowohl Lennis, die nur durch einen Spalt zwischen den Vorhängen hindurchsah, als auch Akosch und Sarah, die sich unter das Bett drängten, konnten sein Gesicht nicht erkennen. Er trug einen langen, weiten Umhang aus festem, dunkelblau gefärbten Leinen und erstaunlich schmale und teure Stiefel mit glänzenden Schnallen. Schon nach zwei Schritten hielt er inne und drehte sich auf der Stelle. Weder Akosch noch Sarah oder Lennis konnten von ihrer Position aus sehen, ob er eine Waffe bei sich trug, aber allein schon seine Bewegungen verrieten, dass er misstrauisch geworden war. Entweder hatten sie bei ihrem Eindringen in dieses Zimmer doch Spuren hinterlassen, oder aber dieser merkwürdige Bewohner verfügte über einen besonders feinen Sinn für alles, was sich in seiner Umgebung abspielte. »Ezzo!« Sein Ausruf klang merkwürdig gedämpft, gerade so, als würde er sich ein Tuch vor den Mund halten. Seine Stimme war heller, als es für Handtuer üblich war, aber sie hatte einen scharfen Unterton, der keinen Widerspruch zu dulden schien. Ein Schlurfen und Schnaufen verriet, dass ein zweiter hinzustieß, und das Grunzen ließ diesmal keinen Zweifel über die Herkunft des Mannes. »Meister?« »Wer ist hier gewesen?« »Niemand, Meister. Wir würden es nicht wagen, euer Gemach ohne eure Zustimmung zu betreten.« »Gab es keine ungewöhnlichen Vorkommnisse? Ein Geräusch vielleicht? Ein Schatten? Nichts, was auf einen Eindringling hindeuten könnte?« »Meine Wachen haben mir nichts gemeldet.« »Deine Wachen sind taugenichts, Ezzo. Versuch nicht, dich herauszureden. Sie sollen sofort die ganze Festung durchsuchen und dir restlos alles melden, was in irgendeiner Form auffällig erscheint. Haben wir uns verstanden?« »Natürlich, Meister.« »Erstatte mir umgehend Bericht, wenn du etwas in Erfahrung gebracht hast, und denke an meinen Befehl, den ich dir bei unserer Ankunft gegeben habe.« »Ganz wie ihr wünscht, Meister.« Der Handtuer entfernte sich wieder, doch der, den er Meister genannt hatte, verharrte unbeweglich an Ort und Stelle, bis er schließlich kehrt machte, die Tür hinter sich zuwarf und gleich darauf ein rasselndes Geräusch ertönen ließ. »Er hat uns eingeschlossen«, hauchte Akosch verblüfft. Sanft landete Lennis mit einem Sprung auf dem Boden und winkte den Schmied und die Novizin unter dem Bett hervor. Sie war sich sicher, dass der mysteriöse Meister noch immer auf dem Gang stand und lauschte, doch die Tür war aus dickem Eichenholz und mit großen Messingplatten beschlagen. Wenn sie leise sprachen, konnte er sie unmöglich hören. »Aus dem Fenster können wir nicht.« Lennis deutete hinter sich auf die Stelle, an der sie sich versteckt hatte. »Es liegt direkt zum Vorplatz hin, man würde uns sofort sehen, und außerdem ist die Mauer zu glatt, um gefahrlos herunterzuklettern.« »Sie werden jeden Moment die Toten finden, die wir zurückgelassen haben«, meinte Akosch nachdenklich. »Er weiß, dass wir hier sind«, sagte Lennis. »Er hätte uns sofort gefunden, wenn er sich genauer umgesehen hätte. Aber das war ja gar nicht nötig. Jetzt hat er uns da, wo er uns haben wollte, und das ganz ohne Kampf.« »Ich glaube, das ist der, den Sie den Weisen nennen. Mir wäre es lieber, wir hätten ihn gefunden und nicht umgekehrt. Aber wir können die Wachen ohne weiteres überrumpeln, wenn sie die Tür öffnen«, schlug Akosch vor, doch seine Gefährtin schüttelte den Kopf. »Das hätten wir gerade eben tun sollen, als wir noch zu zweit waren.
Jetzt ist es dafür zu spät. Er wird sicher mindestens ein Dutzend Soldaten mitbringen, wenn er zurückkommt. Soll das heißen, du willst dich ihnen einfach so ausliefern? Ohne Kampf? Wir waren dumm. Wir sind davon ausgegangen, dass wir es mit Hantua zu tun haben, dumm wie Schafe und plump wie ein Sack Kartoffeln. Mit ihnen könnten wir es jederzeit aufnehmen. Aber das gerade eben, das war kein Hantua. Einer von den Flüchtlingen aus Oreo? Vielleicht. Ich hätte nicht geglaubt, dass Zundi sich einem Fremdländer unterwirft. Und wer auch immer dieser Mann ist, er wird nicht so leicht zu besiegen sein wie dieser Ezo oder die anderen Soldaten. »Aber was tun wir, wenn sie wiederkommen?« fragte Sara dazwischen. Seit sie die Burg betreten hatten, war sie so angespannt gewesen wie nie zuvor. Etwas Unheilvolles wartete hier auf sie, das hatte sie gespürt. Und nun saßen sie in der Falle. Noch nicht einmal in einer schlau ausgeklügelten, hinterlistigen Falle, sondern in einer, die sie nur ihrer eigenen Unvorsichtigkeit und einem bloßen Zufall zu verdanken hatten. Irgendetwas lief gerade entsetzlich schief, und statt dem Kampfgeist und der Verbissenheit, die sie jetzt von Lennis und Arkusch erwartet hatte, schlug ihr nur Resignation und Ratlosigkeit entgegen. »Wir warten, bis sie uns öffnen«, antwortete Lennis schlicht. »Etwas anderes können wir ohnehin nicht tun. Durch diese Tür kommen wir niemals mit Gewalt hindurch. Wenn sie hier gegen uns kämpfen wollen, werden wir uns verteidigen, und natürlich werden wir sie besiegen. Damit haben wir allerdings wohl auch die einzige Chance verspielt, mehr über diesen Weisen herauszufinden. Und falls sie uns nicht sofort töten wollen, werden wir sehen, wo sie uns hinbringen und was wir vielleicht noch erfahren können, bevor es zum Kampf kommt.« »Du bist dir also auch sicher, dass dieser Meister der Weise ist?« fragte Arkusch. »Ja, das bin ich. Und etwas an ihm ist beunruhigend. Und ich kann noch nicht sagen, was es ist. Jedenfalls ist er weder ein Hantua, noch ist er dumm oder handelt er überstürzt. Auch wenn er gegen uns keine Chance hat, so dürfen wir ihn nicht unterschätzen.« Sie saßen lange in dem verschlossenen Zimmer. Sara versuchte sich mehrfach mit einer Haarnadel und anderen Gegenständen an dem Türschloss. Arkusch beobachtete durch einen Vorhangspalt den gut bewachten Vorplatz, und Lennis ging unruhig auf dem dicken Teppich auf und ab, der vor dem Bett ausgebreitet lag. Die Situation hatte etwas Surreales an sich. Sara hatte nie damit gerechnet, dass sie einmal eingeschlossen in einem prunkvollen Gemach darauf warten würden, dass der Feind kam, um sie abzuholen, und dass gerade ihre Herrin dies so einfach hinnahm. Die dunkle Vorahnung, die sie beschlich, verstärkte sich zusehends. Entweder würde es bald zu einem schweren Kampf auf Leben und Tod kommen, oder sie würden ohne jede Gegenwehr zu Gefangenen Zrundis werden. Beide Aussichten rechtfertigten jedenfalls kein so gelassenes Verhalten, wie es die beiden Zügerler an den Tag legten. Nach über einer Stunde des Wartens sprach Sara aus, was sie beschäftigte. Arkusch nickte zum Zeichen, dass er sie verstand. »Wir haben einen Fehler gemacht«, sagte er zustimmend. »Wir sind so weit gekommen, jetzt sind wir durch eine Unachtsamkeit in eine bedrohliche Lage gekommen. Aber weder Panik noch überstürztes Handeln bringt uns weiter.« »Die Hantua werden dank ihrer tölpelhaften Natur an uns zerbersten«, warf Lennis ein. »Und dieser sogenannte Meister oder Weise hat auch noch keine Ahnung, wie es ist, uns leibhaftig gegenüberzustehen. Wir werden trotz allem leichtes Spiel mit ihnen haben.« Sie sprach nicht weiter, denn schwere Schritte polterten über den Gang. Das Türschloss knackte, und gleich darauf drängten sich mehrere bis an die Zähne bewaffnete Hantua schnaubend auf der Schwelle. »Sei dir da nicht zu sicher, Dämonenweib«, gurgelte einer, den sie an seiner Stimme als Ezo erkannten. Auf seinem ledernen Brustpanzer trug er einige schimmernde Abzeichen. »Willst du deine Männer wirklich in den sicheren Tod schicken, indem du ihnen den Befehl zum Angriff gibst?« fragte Lennis hochmütig und machte keine Anstalt, in eine Verteidigungshaltung zu gehen. Fast unmerklich glitt ihre Hand an den Gürtel und löste die Sichel aus der Schlaufe. Arkusch und Sara taten es ihr gleich, auch wenn es sie mehr Mühe kostete, so ruhig zu bleiben. »Unser Meister denkt, wir haben euch jetzt lange genug schmoren lassen«, erklärte Ezo mit einem hämischen Grinsen. »Er wusste gleich, dass ihr hier seid. Wenn ihr vernünftig seid, werden wir euch halbwegs unverletzt zu ihm bringen. Wenn nicht...« Drohend hob er eine schwere Kampfaxt, auf deren Scheide noch getrocknetes Blut zu erkennen war. Mehr als 10 ähnliche Waffen wurden hinter ihm in die Höhe gestreckt. Sara wurde bleich.
Sowohl Lennis als auch Arkosch mochten es ja mit mehreren Gegnern gleichzeitig aufnehmen, wenn sie sich frei bewegen konnten und ihre Wendigkeit und Schnelligkeit als Vorteil ausspielen konnten. Doch hier, in dem engen Raum, sah die Sache anders aus, und die Novizin mochte sich nicht vorstellen, wie viele Wachen sich noch draußen vor der Tür drängten, auch wenn sie jetzt noch nicht zu sehen waren. Zusätzlich zu den Äxten schoben sich jetzt auch noch furchteinflößende Speerspitzen nach vorne. Jeder einzelne von ihnen konnte ihrem Leben im Bruchteil einer Sekunde ein grausames Ende bereiten. »Wenn ihr vernünftig seid und eure Waffen ablegt, könnte es sein, dass ihr die nächste Stunde noch erlebt«, knurrte Ezzo. »Wenn nicht, werden wir euch in Stücke schlagen, und wir fangen mit dem Mädchen dort an.« Er deutete auf Sarah und holte noch ein Stück weiter mit der Axt aus. »Selbst wenn ihr einige von uns besiegen könnt, wird es ihr Leben nicht mehr retten. Und das eure auch nicht.« Sarah bebte vor Angst und vor Zorn. Was in den letzten Minuten geschehen war, spielte sich immer wieder in ihrem Gedächtnis ab, doch es machte das Geschehene nicht erträglicher. Sie sah vor sich, wie ihre beiden Freunde sich dem Unvermeidlichen gebeugt hatten und die Sicheln losließen. Abgelegt hatten sie sie nicht, doch in dem Moment, da sie ihre Waffen nicht mehr umklammert hielten, war schon die ganze Horde auf sie eingestürmt. Sie selbst war zu Boden gedrückt worden, ein Soldat hatte ihr die Arme auf den Rücken gerissen und sie sofort so fest zusammengeschnürt, dass sie vor Schmerzen aufschrie. Dann hatte der Hunter sie aus dem Raum gezerrt, doch noch während der Steinboden ihre Haut abschürfte, konnte sie erkennen, wie mindestens drei Hühner auf Arkosch knieten und mit ihm noch weit weniger zimperlich umgingen als mit ihr. Lennis war unter einer noch größeren Gruppe von Wachen gar nicht mehr auszumachen. Jetzt saß sie allein in einer stockdunklen, eiskalten Kammer mit feuchtem Boden. Noch immer schnitten ihr die Fesseln das Blut in den Adern ab, und ihre Hände waren schon längst taub. Den Weg vom Schlafgemach hierher hatte sie kaum noch wahrgenommen, doch er war nicht weit gewesen. Über eine lange Treppe war es gegangen, und ein paar Tunnelbiegungen später war sie hart in dieses Gefängnis gestoßen worden, ohne ein Wort der Erklärung, ohne zu wissen, was mit Arkosch und Lennis geschehen war. Immer wieder fragte sie sich, wie es überhaupt zu so einer Niederlage hatte kommen können. Keiner ihrer beiden Gefährten schien auch nur die Möglichkeit in Betracht gezogen zu haben, zu wirklichen Gefangenen zu werden, unfähig, dieser Lage wieder zu entkommen. Sie hatten davon gesprochen, die Handtor zu besiegen oder ihnen durch eine List zu entkommen, doch kaum hatten die Feinde das Schlafgemach betreten, waren der Schmied und ihre Herren zu keiner Gegenwehr mehr fähig gewesen. War es ihre eigene Schuld? Hatte Ezzo, der oberste Wachmann, nicht damit gedroht, sie zuerst zu töten? Hatten Lennis und Arkosch deshalb auf einen Kampf verzichtet? Oder hatten sie in diesem Moment einfach einsehen müssen, dass sie gegen die Übermacht, die sich ihnen entgegenstellte, keine Chance hatten? Kämpften Zykala nicht lieber bis zum Tod, als sich Zrundir zu ergeben? Sichelländer ergaben sich nicht. Die Stunden vergingen. Der unerträgliche Schmerz in ihren Gelenken war schon längst verstummt. Sie war sich sicher, dass ihre Hände längst abgestorben waren. Hier um sie herum gab es nichts als nackte Steinwände, ohne Kanten oder Vorsprünge, an denen sie die Stricke hätte abwetzen können. Die Angst war der Müdigkeit gewichen, und das Zittern wurde nicht mehr durch die Furcht, sondern nur noch durch die Kälte hervorgerufen. Fenster gab es keine, doch Sarah ahnte, dass der Tag vorüber und die Nacht hereingebrochen war. Von außen war nichts zu hören. Keine Schritte, keine Stimmen. Nicht einmal das Knarren einer Tür oder das Heulen des Windes. Totenstille. Sie war fest überzeugt zu sterben. Irgendjemand würde sie holen, um sie dann hinzurichten. War sie vielleicht die Letzte, die noch am Leben war? Bei dem Gedanken, Lennis und Arkosch nie mehr wiederzusehen, stiegen Tränen in ihr auf. Die Novizin wollte keine Schwäche zeigen, sie wollte stark sein und dem Tod ohne Angst gegenüberstehen. Doch egal, wie viel Kraft sie dafür aufbot, es wollte ihr nicht gelingen, ihr rasendes Herz zu beruhigen. Endlich tat sich draußen etwas. Ein halblautes Fluchen, dumpfe Schläge, ein Schleifen und erneute wütende Wortfetzen. Dann wurde die Tür ihrer Kammer aufgerissen und eine große, dunkle Gestalt hineingestoßen, die schwer atmend liegen blieb. Noch bevor sich Sarah an die plötzliche Helligkeit der Fackeln hatte gewöhnen können, wurde es schon wieder dunkel, und die Wachen verschlossen die Tür. »Arkosch?« fragte sie zaghaft und rutschte mühsam auf ihren zerschundenen Knien zu dem liegen gebliebenen Körper hinüber. »Sarah?« fragte der Schmied ungläubig und erleichtert zurück. Auch er war gefesselt,
und der schmale Lichtstreif, der wohl draußen durch angezündete Fackeln entstand und sich durch den winzigen Türspalt zwängte, ließ Blutstropfen auf seinen Lippen erkennen. »Du bist verletzt.« »Halb so wild. Sie haben sich zurückgehalten. Was ist mit dir?«